Kann man das denn trinken? Viel besser. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man dieses praktische Brett zum Bierabstellen für die Badewanne baut. Ah, so ein Bad tut doch gut. Nein, soweit sind wir noch nicht. Ich habe mir hier für das Projekt schon mal zwei Bretter aus einer alten Europalette ausgehebelt. Und ich möchte die gar nicht großartig schleifen, es soll ja, wie man gesehen hat, diesen leicht rustikalen Charme erhalten. Und deswegen werde ich jetzt nur an der Abrichte kurz hier diese zwei Kanten gerade machen, um sie danach noch schräg zu machen zum Fügen. Das seht ihr dann aber. Und dann war es das eigentlich auch schon fast mit dem Projekt. Jetzt wird es ein relativ kleines Projekt, aber ich möchte es mal so sagen, ich bin ein relativ kleiner Kanal, ich mache das als Hobby. Und deswegen möchte ich euch auch einfach bei jedem Projekt mitnehmen, das ich mache. Wenn es auch noch so klein ist, vielleicht mache ich noch kleinere Projekte als ein Brett zusammenleimen. Aber wenn ich nur große Projekte mache, dann komme ich zu nichts mehr, weil ich mache das als Hobby nebenbei. Und dann würdet ihr keine Videos bekommen oder nur hin und wieder eins. Ich gehe jetzt rüber in den Hobel und dann mache ich hier mal schnell die Kanten glatt. Warum mache ich das Ganze mit dem Abbrechhobel? Ganz einfach, mit der Maschine geht es auch wesentlich schneller. Und ich möchte es mir nicht umsonst gekauft haben, deswegen benutze ich sie auch. Jetzt nehme ich die Bretter mal her. Und dann stelle ich mir den Hobel hier kurz ein, dass ich mir die Finger nicht mit abhole. Die beiden Bretter jetzt mal kurz auf der Werkbank aneinander gelegt, ob die auch passen. Es braucht noch ein bisschen, aber es macht nichts, das leime ich mir dann so hin. Damit ich jetzt ein bisschen mehr Leimfläche kriege, will ich aus dem rechten Winkel raus. Und deswegen mache ich mir hier mal den Anschlag, so ungefähr auf, ihr seid bei 15 Grad, machen wir 20, circa natürlich. Und wenn ich jetzt nochmal durchfahre mit dem Brett, dann fahre ich jetzt so oft durch, bis ich hier eben diesen 20 Grad Winkel drin habe und das natürlich mit beiden Brettern. Jetzt sieht man hier schön, wie ich diese zwei Schrägen da reingehobelt habe. Und die passen jetzt natürlich perfekt ineinander, was eine eigentlich unsichtbare Leimfuge ergibt. Und mir natürlich ein bisschen mehr Leimfläche auch ermöglicht. Nachdem ich später bloß 85 cm brauche für meine Badewanne, weil sonst fällt mir das Knie an, wenn ich daran vorbeigehen will. Schau ich gleich mal, wo das irgendwo enden wird. So, irgendwo hier wird es aufhören. Ich leime das jetzt mal zusammen, quetsche das schön und dann lasse ich das mal ganz in Ruhe trocknen.
nachdem ich jetzt ungefähr 12 Minuten gewartet habe. Ja, eigentlich habe ich lange genug gewartet für den Leim. Bin jetzt über Mittag mal liegen lassen. Bin ich jetzt eigentlich soweit, ich mache jetzt mal die Klammern auf und dann kann ich hier weitermachen. Es hält einwandfrei. Ein bisschen Leim ist noch rausgequollen. Es raucht auch noch so ein bisschen. Das wollte ich aber bewusst nicht rausmachen, damit dieses Rustikale einfach auch bleibt, dass es so ein bisschen benutzt aussieht. Jetzt kann ich mir noch auf der und der Seite den Abschnitt machen. Und dann muss ich mal nochmal kurz maßen an der Badewanne, dass das bald auch reinpasst. Beziehungsweise, dass diese Abstandhalter, die dafür sorgen, dass es nicht verrutscht, dass die an der richtigen Stelle sind. Halten wir hier schon mal die Bremsklötzchen, die dafür sorgen, dass das Brett nicht von der Wanne fallen kann, schon mal an die Position gelegt, wo ich die brauche, für meine Wanne. Und dort werde ich die jetzt festschrauben. Jetzt bekommt das Ganze hier noch seine Schlussbehandlung. Ich mache das Ganze mit Hartwachsöl, weil ich finde es einfach zum Auftragen, macht eine schöne Oberfläche. Ich habe jetzt bloß noch die zwei Stockklötze doch nochmal abgenommen, damit ich auch die ringsum einpinseln kann und auch hier drunter. Und wenn ich da auf der sicheren Seite, dass da, wenn mal da Wasser irgendwo hinkommt, dass es nicht sofort ins Holz eindringen kann. Und schon ist es fertig. Ich habe das jetzt schön zweimal mit Hartwachsöl eingepinselt. Das ist eine wunderschön glatte Oberfläche, glänzt auch schön und es ist wasserdicht. Und genau deswegen nehme ich jetzt ein Bad. Aber Moment, ich bedanke mich bei euch noch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo da. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Und falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann lade ich euch natürlich auch herzlich dazu ein, mir auf Instagram zu folgen. Max.works. Da gibt es zwischendrin noch mal ein bisschen was anderes zu anderen Projekten, zu Zwischenschritten. Und vielleicht sehen wir uns da mal. Bis zum nächsten Mal. Servus.